Jetzt wird von nun an wird immer shootert, nicht kickt. Shootert wird jetzt im Pradelberger Fußball. Ja, und ich bin der Thomas Knobel. 1997 spielte die Lussenauer Austria zuletzt in der österreichischen Bundesliga. 25 Jahre später, also in der nächsten Saison, 22/23, könnten die Grün-Weißen wieder im Oberhaus auf nationaler Ebene spielen. Der FC Mohren Dornbirn müsste nach derzeitigem Stand absteigen in die Elite-Liga. SC Rallter ist Vorletzter, aber nur 3 Punkte fehlen auf einen Top-6-Platz. Dann gibt es in der Elite-Liga große Verletzungssorgen und einen Trainerwechsel in der Fradelberg-Liga plus große Freude bei 3 Fußballtrainern in Fradelberg. Große Auszeichnung haben sie in der Bundeshauptstadt Wien erhalten. Das sind die Fakten und News in der neuen Ausgabe Jutta 3.0 aus Schwarzach, dem Fradelberger Medienhaus. Grüß Gott und ein herzliches Hallo. Auf dem besten Weg zurück in die österreichische Bundesliga ist die Lustenauer Austria. Sportlich gesehen sind sie nach einem Drittel der Meisterschaft in der ÖFB zweiten Liga mit 6 Punkten Vorsprung auf den zweiten FC Liefering. Die dürfen auch nicht aufsteigen. Und auf den dritten 7 Punkte Vorsprung sind sie die beste Mannschaft derzeit mit Abstand in der zweithöchsten Spielklasse Österreichs. Wäre da nicht das Problem mit dem Stadion? Seit vielen Jahren, muss man sagen, wartet man auf das Okay und eine Eingabe des neuen Stadions, und die Finanzierung, die ist auch schon sehr, sehr oft das große Problem gewesen. Das Land, Martina Rüscher, die Sportlandesrätin, hat eigentlich das Ja und zur Unterstützung der Förderung schon mehrmals bekannt gegeben. Jetzt will die Lussenauer Austria Nägel mit Köpfen machen und endlich das neue Stadion umsetzen, damit man nicht, wenn man nach Ende dieser Saison auf dem ersten Platz steht, in die Cashpoint Arena gehen muss und dort dann in der Bundesliga spielen muss. Also wir drücken die Daumen, dass es mit dem neuen Stadion bei der Lussenauer Austria bald klappen wird und dass sie erstklassig wieder spielen, weil sie haben es sich eigentlich nach 10 Runden verdient. Wenn man so weiterspielt und mit diesem Kader, hat man auf jeden Fall das Zeug, in der ersten Liga von Österreich zu spielen. Wir bleiben für sie am Ball. Cashpoint SC Rallter hat die schlechteste Offensive in der Bundesliga. Vorletzter Platz. Vor der Länderspielpause gab es ein 0:2 in der Südstadt gegen Admira Wacker. Und nach der Länderspielpause kommt Meister und Serien-Champion Red Bull Salzburg dann am übernächsten Samstag in die Cashpoint Arena. Am Samstag um 17 Uhr gibt es dann natürlich dann ein großes Fußballfest. Mit Riesenschritten geht der Grunddurchgang in der VNAT Elite Liga in die Endphase. Und nach derzeitigem Stand würden World of Jobs VfB Hohenems, der SC Admira Dornbirn, die Tiroler Clubs Telfs Wörgl und die beiden Salzburger Clubs Austria Salzburg und TSV St. Johann in Pongau. Diese 6 Mannschaften würden dann im Frühjahr das Playoff in der Regionalliga West bestreiten und dann gibt es dann vielleicht auch einen Aufsteiger in die zweite Liga. Beim Workshop der österreichischen Bundesliga war auf jeden Fall der VfB Hohenems vertreten. Die wollen natürlich endlich in den nächsten 1-2 Jahren in die Zweitklassigkeit aufsteigen. 12 Punkte fehlen dem Tabellenschlusslicht in der Fradelbergliga. Sparkasse FC Blau-Weiß Feldkirch bereits auf einen Nicht-Abstiegsplatz. 15 Meisterschaftsspiele in Folge wartet man in der Montfortstadt auf ein Erfolgserlebnis. Im Heimspiel am Samstag um 14 Uhr gegen FC Nenzing soll es endlich mit dem ersten Dreier klappen. Der Trainereffekt blieb aus. Akram Abdallah hat nur ein Remis geholt aus den ersten 3 Spielen. Unser Ziel ist ganz klar ein Heimsieg. Das hat Spielgemeinschaft SC Rallter, FFC Vorderland-Trainer Iskender Iskacar vor dem Heimspiel gegen Austria Wien am
am Sonntag um 10 Uhr in der Cashpoint Arena ganz klar deponiert. Wir drücken die Daumen den Ladies. Die Aufstiegschance lebt. FC Dornbirn Frauen siegte beim Bundesliga-Absteiger SV Horn dank einem Doppelpack von Caro Fritsch in Niederösterreich. Jetzt ist man punktegleich mit dem Tabellenführer Krottendorf. Krottendorf hat zuletzt in Rankweil 2:1 gewonnen. Die Rankweil sind auf Platz 7 zurückgefallen. Ländlkicker.voll.at gratuliert den drei Fußballtrainern Markus Mader, Dietmar Berchtold und Roman Ellenson für die erfolgreiche Urkunde, die sie bekommen haben von ÖFB-Präsident Leo Windner diese Woche in der Bundeshauptstadt Wien. Mader, Berchtold und Ellenson haben die größte Trainerlizenz, die UEFA-Pro-Lizenz, erfolgreich abgeschlossen. Gratulation. Verletzungssorgen in der VNAT Elite-Liga. Rotenberg, Goalgetter Elvis Alibabic zog sich einen Schlüsselbeinbruch zu. Beim Dornbirner SV gibt es einen großen Aderlass. Da ist Jonas Gamper, der hat sich einen Kreuzbandriss im letzten Spiel zugezogen. Gute Besserung den beiden Offensivspielern. Aus persönlichen Gründen ist Nino Frenetzi, der 39-jährige Schweizer, beim Fradelberg-Liga-Club Blum FC Höchst zurückgetreten. Matthias Nagel folgt ihm interimistisch in den letzten 4 Spielen in diesem Jahr. Wird Matze Nagel das Traineramt beim FC Höchst ausüben. 400 Kleinfeldtore hat der Fradelberger Fußballverband in Zusammenarbeit mit dem Allgemeinen Sportverband den 70 Vereinen im Ländle präsentiert und bereits übergeben. Das war's, meine Damen und Herren. Schönes Wochenende, bis bald. Ciao, Servus und auf Wiedersehen.